Tag und schön, dass du wieder Zeit gefunden hast, Jonas vom Recording Block hier. Und weil ich immer wieder die Frage aus der Recording Block Familie bekomme, wie du mehr Platz für deinen Gesang im Playback, für deinen Rap im Beat oder wahlweise auch mehr Platz für deine Kick gegen den Bass erzeugen kannst, damit beide immer perfekt zu hören sind, habe ich mich schon wirklich auf dieses Video für dich gefreut. Denn ich zeige dir gleich nicht nur, wie du mit dem Plugin Track Spacer von Waves Factory genau das hinbekommst, falls du dir nämlich die 59 Euro dafür sparen oder vielleicht zumindest die Zeit bis zum nächsten Black Friday Deal überbrücken willst, dann habe ich auch noch eine kostenlose Alternative für dich. Kostenlos ist aber nicht gleich schlechter und deswegen ist die Gratis-Alternative hier genauso für Einsteiger wie auch für Fortgeschrittene echtes Gold wert. Der Trackspacer von Waves Factory ist ja so eine Art Wunderwaffe, denn wo wir dann früher mit einem Equalizer mühsam Frequenzen rausfinden mussten, bei denen sich verschiedene Elemente im Mix überlagern oder maskieren quasi, macht der Trackspacer genau das automatisch. Du lädst ihn einfach auf deinen Beat, gibst ihm über die Sidechain noch den Gesang oder den Rap zu hören und dann passiert Folgendes. Der Trackspacer erstellt damit quasi vollautomatisch eine sich ständig anpassende Equalizer-Kurve und senkt damit dann genau an diesen Stellen im Beat im Playback ab. Aber immer nur, wenn die Stimme auch aktiv ist. So macht er nämlich dann nur Platz im Playback, wenn er auch gebraucht wird und ansonsten eben nicht. Und vielleicht erkennst du das Prinzip jetzt auch schon. Das funktioniert natürlich auch bei anderen Dingen wie Kick und Bass zum Beispiel, die sich ständig im Weg stehen, weil sie nur mal im selben Frequenzspektrum unterwegs sind. Aber lass uns mal rübergehen und wir schauen mal, wie das in der Praxis klappt und vor allem, wie versprochen, wie du das Ganze dann auch kostenlos hinbekommst. Also, los geht's. Schauen wir uns das Ganze erstmal am Beispiel von Bass und Bassdrum an. Das ist wahrscheinlich das einfachste Beispiel und auch das wirkungsvollste Beispiel, bei dem ich dir das zeigen kann. Und ich habe hier einen Beat vorbereitet mit einem fetten Bass, mit einer fetten Bassdrum und das Ganze klingt wie folgt. Solo. Also ein ziemlich fetter Bass, da müssen wir schon ein bisschen Platz für die Bassdrum machen, damit die sich noch ein bisschen besser durchsetzen kann. Und das machen wir jetzt mit dem Trackspacer. Laden wir den also mal rein. Hier unseren Trackspacer. Und so sieht er aus. Da ist das gute Stück. Ganz wenig Knöpfe, muss man eigentlich gar nicht viel wissen. Man kann hier mit diesen Reglern Low Cut und High Cut kann man den Bereich einstellen, in dem er aktiv sein soll. Und hier kann man einstellen, wie stark er aktiv sein soll bei der ganzen Geschichte. Und jetzt müssen wir ihm über die Sidechain hier oben eigentlich nur noch sagen, worauf er hören muss. Er muss ja irgendein Signal analysieren können, wo er dann sagen kann, hey, da muss ich arbeiten. Also aktivieren wir mal die Sidechain und wählen hier mal die Kick aus. Das heißt, auf dem Bass soll jetzt per Kick der Trackspacer gesteuert werden. Jetzt fahren wir mal ab, mal gucken, was passiert. Du siehst, im Prinzip macht der Trackspacer schon genau das, was er soll, aber er ist noch ein bisschen hyperaktiv, möchte man sagen. Erstens senkt er zu viel ab, der Bass ist fast verschwunden und zum Zweiten senkt er auf dem gesamten Frequenzspektrum ab. Also beschneiden wir das erstmal und machen das hier mit dem High-Cut, sagen wir eben mal, er soll erstmal so in dem Bereich um 100 Hertz, sagen wir mal so 80 Hertz, alles unterhalb von 80 Hertz soll er bearbeiten, alles andere kann er gerne ignorieren. Und jetzt müsste das Ganze schon deutlich aufgeräumter klingen. Vielleicht noch ein bisschen weniger. AB-Vergleich, ich mach mal an und aus. Achte mal, was mit der Bassdrum passiert, wenn ich jetzt aktiviere. Wenn der Trackspacer deaktiviert ist, dann wirkt die Bassdrum ein bisschen saft- und kraftlos. Wenn ich ihn aktiviere, der Trackspacer also Platz macht für die Bassdrum, dann klingt sie kraftvoller, druckvoller und beide haben Platz zum Leben, Bass und Bassdrum. Wunderbares Tool, aber ich habe dir ja gesagt, dass wir das auch kostenlos hinbekommen. Nehmen wir mal den Trackspacer raus und jetzt zeige ich dir das Wunderwerkzeug, mit dem du das auch hinkriegen kannst, kostenlos. Das ist, ta-da-da-da, das ist der TDR Nova, unser Freund der TDR Nova, nicht nur ein Equalizer, sondern auch ein dynamischer Equalizer. Und letztendlich ist der Trackspacer ja nichts anderes als ein dynamischer Equalizer, mit dem man halt dynamisch immer nur dann, wenn von der Sidechain ein Signal reinkommt, dann da absenkt, wo dann halt auch der Bedarf ist. Und das kann man mit dem TDR Nova natürlich auch machen.
aktivieren wir hier auch mal die Sidechain und sagen ihm, hey, du hörst jetzt mal hier auf die Kick, auf die Bassdrum Kick. Ich weiß nicht, wie du es nennst. Ich benutze beide Begriffe immer synonym. Mal Kick, mal Bassdrum kann man sagen. Und jetzt haben wir ihm schon mal gesagt, jetzt lausche bitte auf die Sidechain, auf die Kick. Jetzt müssen wir ihm noch sagen, dass er die auch benutzen soll. Hier auf der rechten Seite gibt es den Knopf interne Sidechain. Den muss man einstellen auf externe Sidechain. Sonst hört er nämlich nicht auf das, was da tatsächlich passiert. Stellen wir hier noch auf externe Sidechain ein und können ihm jetzt quasi hier über einen Schalter, hier über einen Klick auf dieses SC auf der rechten Seite hier sagen, zeig uns doch mal im Analyzer an, was über die Sidechain reinkommt. Ne? Du kannst ihm sagen, was normales Signal reinkommt, das wäre unser Bass. Du kannst ihm sagen, wie das Signal von der Frequenzanalyse aussieht, wenn es rausgeht. Oder du sagst ihm, zeig mir doch mal die Frequenzen von der Sidechain an. Und das hilft uns jetzt an dieser Stelle, denn so können wir jetzt herausfinden, wo unsere Bassdrum am meisten Druck benötigt. Gucken wir mal, was er jetzt anzeigt hier. Und hier siehst du schon, die Bassdrum ist irgendwo in diesem Bereich zu suchen. Das heißt, wir müssen unser Frequenzband 1 auf diesen Bereich ein bisschen verschieben. Machen wir mal. Ich habe also jetzt mit dem Frequenzregler das ungefähr in dem Bereich 43, machen wir mal 50 Hertz ungefähr, dass er denn da hinschieben. Und jetzt soll er halt dynamisch absenken, immer wenn die Bassdrum spielt. Er lauscht ja schon auf die Sidechain, auf die Kick. Bassdrum, ich komme immer durcheinander. Jetzt müssen wir ihm nur noch sagen, dass er dynamisch absenken soll, immer wenn die Bassdrum spielt. Das geht, indem du hier den Gain-Regler mal ganz links liegen lässt und daneben den Threshold-Regler anstellst. Das ist ein Schwellenwert, der jetzt eingestellt wird und sobald dieser Schwellenwert überschritten wird, wird halt da dynamisch abgesenkt. Im Prinzip ein dynamischer Equalizer also. Nehmen wir mal und stellen wir den mal so ein, dass er so 3 bis 4 dB absenkt, immer wenn die Bassdrum reinkommt. Das Frequenzband ist vielleicht noch ein bisschen breit eingestellt. Wie du siehst, hier die Kurve ist wirklich sehr breit, mit der hier abgesenkt wird, wenn der Threshold überschritten wird. Stellen wir die mal hier mit dem Q-Faktor auf 1 ein. Dann wird die Kurve ein bisschen schmaler. Er ist ein bisschen konzentrierter in dem Bereich, wo der Druck auch gebraucht wird und senkt nicht komplett im kompletten Bass ab. Hören wir nochmal. Wunderbar. Auch hier der AB-Vergleich. Sofort bekommt die Bassdrum mehr Platz und wenn dir die Kompression hier, also diese Kompression in diesem Frequenzband ein bisschen zu langsam noch ist, kannst du hier natürlich über Attack und Release-Zeit nochmal ein bisschen nachsteuern und dafür sorgen, dass er vielleicht noch ein bisschen schneller reagiert. Aber du siehst, kostenlos ist es auf jeden Fall auch möglich, mit dem TDR Nova das abzubilden, was der Trackspacer auch hinbekommt. Und weil das eben nicht nur bei Bass und Bassdrum funktioniert, sondern auch bei Gesang, gucken wir uns das Ganze doch nochmal bei einem anderen Projekt an und nehmen nach Gesang, dem wir ein bisschen mehr Platz im Playback verschaffen wollen. Also hier haben wir jetzt folgende Situation. Einmal die Spuren des Monats, ich weiß nicht aus welchem Monat, aber ein Song, den du auch in den Spuren des Monats vom Recording Blog findest, den du selber mischen kannst, der klingt im Moment so. Um jetzt hier mehr Platz zu schaffen für die Vocals im gesamten Playback, nutze ich den Trackspacer jetzt mal auf dem Bus, wo meine komplette Musik zusammenkommt. Der heißt bei mir traditionell Mucke Komplettbus. Hier ist er auch schon. Und da laden wir jetzt mal den Trackspacer rein. Hier kommt also nur die Musik an. Auf diesem Bus ist also kein Gesang zu finden. Den habe ich nämlich, kann ich dir auch nochmal eben kurz zeigen, den habe ich auf einem separaten Bus daneben liegen. Hier ist einmal der Vox Komplettbus, da sind alle Stimmen drauf. Und daneben haben wir den Mucke Komplettbus, wo nur die Musik drauf ist. Und das, der Trick funktioniert natürlich nur dann, wenn du das dann auch auf dem Bus oder auf dem Kanalzug machst, wo dein Beat oder deine komplette Musik drauf liegt und nicht die Vocals mit drauf sind. Also, Mucke Komplettbus, laden wir mal hier unseren Trackspacer wieder rein und genau wie gerade sagen wir ihm jetzt, dass er hier über die Sidechain mal hören soll, aktivieren wir wieder die Sidechain und sagen ihm, hey, hör doch mal bitte auf die Vocals, auf den Vox Komplettbus in meinem Fall oder du könntest auch hier die einzelne Vocalstimme nehmen, wenn du es möchtest, dass er nur darauf hört, aber ich nehme mal den kompletten Voxbus. Also, kommt hier Gesang rein, hört der Trackspacer drauf und wir gucken mal wieder, was passiert. Auch hier arbeitet der Trackspacer ein bisschen hyperaktiv, also schränken wir wieder den Bereich ein, in dem er aktiv sein soll und sagen ihm hier, da nehmen wir mal den Bereich der Sprachverständlichkeit irgendwo zwischen 2,5 und 1,5 Kilohertz. So, in diesem Bereich sollst du ein bisschen mehr Platz machen.
Da machen wir ein bisschen breiter. Machen wir so 800 Hertz bis ungefähr 2 Kilohertz. In diesem Bereich soll ein bisschen mehr Platz schaffen. Hören wir mal, was passiert. Weniger. Und jetzt gibt es noch die Möglichkeit, dass wir ihm sogar sagen können, dass er eben nicht nur das gesamte Stereobild bearbeitet, sondern vielleicht nur den Mitteteil. Das heißt, du kannst hier auf der rechten Seite draufklicken, kannst hier ein Spezialfenster aufmachen und kannst dann hier wählen, ob der Trackspacer im Links-Rechts, also im Stereo-Modus arbeiten soll oder im Mitte-Seite-Bereich. Mitte-Seite bedeutet, dass er alles, was aus beiden Speakern gleichzeitig rauskommt, das ist der Mitte-Teil, weil der kommt aus beiden Speakern gleich raus. Deswegen ist es, sagen auch einige, das ist das, was Mono ist. Und alles, was separat ist, was den Stereo-Anteil ausmacht, ist dann das S. Ne? MS steht für Mid-Side. Einige nennen das auch Sum and Difference. Ich habe da mal ein Video zugemacht, kann ich dir hier oben mal einblenden, falls du darüber mehr wissen willst. Ich möchte jetzt, dass er nur den Mittenanteil bearbeitet. Das heißt also, alle Instrumente, alle Signale, die in der Mitte stattfinden, sollen beeinflusst werden. Das Stereo-Panorama, alles was Stereo ist, soll nicht beeinflusst werden. Und drehe dazu dann hier erstmal auf MS und dann kann ich hier beim Panorama nach links drehen und bin jetzt nur, wie du hier sehen kannst, bei Mid. 100% mit. Jetzt wird also nur das mittlere Signal bearbeitet und jetzt kann unser Trackspacer hier schön nur das Mittensignal bearbeiten, ohne dass der Stereoanteil bearbeitet wird und macht schön mehr Platz für unsere Vocals. Wunderbar. Und das Ganze geht natürlich dann auch wieder mit dem TDR Nova. Und zwar genau so, indem wir da im Prinzip die gleiche Funktionsweise nutzen. Wir nehmen also den Trackspacer wieder raus. Ich lade mal den TDR Nova rein. Und auch bei Vocals ist es natürlich ganz einfach. Auch hier wieder die Sidechain aktivieren und ihm sagen, dass er bitte auf die Vocals hören soll. Dann die interne Sidechain umstellen auf die externe Sidechain. Und ich möchte auch wieder hier im Analyzer das Signal von unserer Sängerin hier sehen. Also soll er mir mal zeigen, wo hier was stattfindet. Hören wir mal. Wir nehmen auch hier mal den Bereich der Sprachverständlichkeit zwischen 1 und 2 Kilohertz. Das heißt, ich schiebe mal dieses Band 3, schiebe ich mal hier mit dem Zentrum hier auf 1500 Hertz und sage ihm hier mit dem Q-Faktor wieder, dass die Glocke jetzt nicht zu breit sein soll. Wir können ja mal kurz gucken, wenn wir hier mit dem Gain-Regler anheben, wie weit der zur Seite auch ausschlägt. Also so, du siehst, der geht sogar hier teilweise mit Ausläufern bis 5 Kilohertz und da bis 500 Hertz. Könnte man auch noch ein bisschen knapper fassen, aber das nur zum Demonstrieren, in welchem Bereich wir uns jetzt gleich bewegen. So, stellen wir wieder den Gain auf 0 und gehen wir wieder über den Threshold und regeln wir jetzt mal hier runter wieder, damit genügend Platz für unsere Vocals ist. Perfekt. Und auch hier kannst du umschalten zwischen Mitte-Seite-Modus und Stereo-Modus. Wenn du also möchtest, dass der Gesang tatsächlich nur im Mittenanteil des Signals hier absenkt, kannst du hier oben neben dem Sidechain-Regler kannst du den Modus hier noch umstellen von Stereo auf Sum oder Difference. Und Sum ist die Summe, das, was aus beiden Speakern gleich rauskommt, also die Mitte, der Mittenanteil. Das heißt, jetzt wird nur beim, wenn wir hier auf Sum stellen, wird nur auf der Mitten, auf dem Mittenanteil bearbeitet. Und das klingt dann wie folgt. Der TDR Nova ist also mindestens genauso powerful wie der Trackspacer auch, macht das Ganze aber für kostenlos für 0 Euro. Aber egal, ob du dich entscheidest für den Trackspacer für 59 Euro oder den TDR Nova für 0 Euro, beide machen ihren Job und helfen dir, mehr Platz im Mix zu schaffen. Und wenn du dich jetzt hier sicher fühlen solltest, aber zum Beispiel noch unsicher bist, wie du einen Equalizer für deine Stimme richtig einstellen musst, dann habe ich noch dieses Video hier oben für dich, in dem ich dir ganz genau erkläre, wie du einen ganz normalen Equalizer aus deiner DAW perfekt für die Stimme einstellen kannst. Und hat dir dieses Video gefallen oder vielleicht sogar Zeit gespart, dann zeig's mir über einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir wie immer vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!